Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne und an den Bildschirmen. Die Haushaltsberatungen sind vorüber und nun heißt es, über das Ergebnis abzustimmen. Aus Sicht der Alternative für Deutschland ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Die Koalition feiert sich selbst, die innere Sicherheit gestärkt zu haben. Die Bundespolizei erhält 3.075 und das Bundeskriminalamt 525 zusätzliche Stellen. Damit suggeriert die Koalition eine Verbesserung des objektiven Sicherheitsgefühls. Aber schauen wir mal hinter die Zahlen. Zuallererst müssen die neuen Bundespolizisten ausgewählt und 3 Jahre ausgebildet werden. Fraglich ist, ob die Ausbildungskapazitäten an den Polizeischulen dafür ausreichen. Im Ergebnis heißt das, dass frühestens in 3 Jahren die zusätzlichen Stellen die Personalsituation unserer Bundespolizei entspannen. Betrachtet man jedoch die Zahl der Angehörigen der Bundespolizei, die altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden, sieht der Nettoauswuchs auf einmal erheblich kleiner aus. Die derzeitige Personalsituation bleibt damit weiterhin angespannt und die Überstundenbelastung enorm hoch. Schauen wir mal auf die Kriminalstatistik. Ging die Kriminalstatistik 2017 noch von sinkenden Straftaten aus, zeichnet sich bereits heute für 2018 ein anderes Bild. Wenn ich in mein Heimatland Thüringen zum Beispiel schaue, die Zahl der erfassten Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei, also an den Bahnhöfen in Thüringen, ist in den ersten 4 Monaten dieses Jahres deutlich angestiegen. Waren es in den ersten 4 Monaten 2017 insgesamt 1.500 Straftaten, so gab es 2018 bereits 1.862 Delikte. Zu den häufigsten Delikten gehören Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, Sachbeschädigungen und Diebstahl. Es gibt daher keinen Grund für die Koalition, eine Stärkung der inneren Sicherheit zu feiern, solange diese noch gar nicht eingetreten ist. Es herrscht weiterhin Handlungsbedarf, die Personalsituation zu entspannen und die Überstundenwelle abzubauen. Dazu haben wir in den Haushaltsberatungen vorgeschlagen, ca. 500 Verwaltungsbeamte aus anderen Geschäftsbereichen zur Bundespolizei temporär abzuordnen. Damit können wir Polizeivollzugsbeamte von rein administrativen Tätigkeiten entlasten und diese können so wieder eigentliche polizeiliche Tätigkeiten wahrnehmen sowie die Präsenz auf der Straße stärken. Herr Minister, Sie sind an dieser Stelle aufgefordert, zu handeln und sich für unsere Polizisten einzusetzen. Keine Sorge, das Thema Ausrüstung und Schutzwesten unserer Polizei werden wir konsequent in der Haushaltsberatung 2019 weiterverfolgen. Es freut mich, dass die Koalition in der Haushaltsbereinigungssitzung zumindest in die gleiche Richtung unseres Antrages gegangen ist, indem sie die Mittel für die Fahrzeugbeschaffung bei den Bereitschaftspolizeien der Länder um 50% aufgestockt hat. Es ist zwar nur die Hälfte der Forderung der AfD, aber wir erkennen ihren guten Willen ausdrücklich an, Vorschläge und Alternative der AfD aufzugreifen. Und dann noch mal ganz speziell an die Herren Ruppert und Kahrs. Offenbar muss man das ja hier gebetsmühlenartig wiederholen zum Vorwurf, wir wollen die Geheimdienste abschaffen, möchte ich an dieser Stelle auch nochmals klarstellen. Der dazugehörige Änderungsantrag war ein politischer Protest unserer Fraktion. Weil der größten Oppositionsfraktion eine Mitwirkung an den Haushaltsberatungen der Geheimdienste verwehrt wird. So viel zu Ihrem Demokratie- und Parlamentsverständnis. Der AfD liegt die innere Sicherheit am Herzen. Und in dem Zusammenhang mal an die AfD adressiert. Da wundert mich schon der Änderungsantrag der FDP, die Mittel beim Material für die Bereitschaftspolizeien der Länder zu halbieren. Muss ich da jetzt auch schlussfolgern, dass Sie die Bereitschaftspolizeien schwächen wollen oder abschaffen wollen? Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Einsatzkräften unserer Polizeien, Zoll- und Sicherheitsorganen für ihre geleistete Arbeit bedanken. Es sind unsere Einsatzkräfte und nicht die Politik, die die innere Sicherheit stärken und aufrechterhalten in unserem Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Sören Bartwell, SPD-Fraktion.